Die derzeitige Energie- und Zeitqualität ist zugegebenermaßen nicht so leicht. Sie ist schon sehr heavy. Und jetzt zum Jahresende wird nochmal richtig der Turbo eingelegt. Wenn du schon länger auf einem Entwicklungsweg bist, ob es spirituelle Entwicklung ist oder auch durch die Seelenbeziehung bedingte, sehr intensive Lernprozesse in dir schon laufen, wirst du schon ein wenig geübt sein im Tieftauchen. Wenn nicht, darfst du es jetzt dieses Jahr wohl lernen oder durftest es lernen oder wirst es noch lernen dürfen. Es geht nämlich tatsächlich um ganz wichtige Entwicklungsschritte zu einem neuen inneren Sein, zum Erkennen, wer du wirklich bist. Und die derzeitige Energie und die Zeit, die wir haben, ist dafür da, um Licht ins Dunkel zu bringen, damit wir hinschauen, damit wir es erkennen, um was es geht und dann die Veränderung erzielen. Und es geht auch um dein wahres, wirkliches Potenzial, das überdeckt ist von ganz vielen verschiedenen Programmen, Denkmustern, Strukturen, Handlungsweisen. Bleib dran, in diesem Video erfährst du, warum es so wichtig ist, in dieser Zeit hinzuschauen. Alles Liebe, bis gleich, deine Helga. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt habe ich 2 Wochen mal kein Video gemacht, weil es war viel los, ich hatte viel zu tun und ich mache ja dann Video, wenn ich so einen Impuls bekomme. Und heute Morgen hatte ich diesen Impuls wieder und darum mache ich heute dieses Video. Es ist wichtig, dass du eines ganz klar dir wirklich mal vor Augen hältst. Es ist Zeit, dass du mehr du selbst bist und lebst. Es ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die ich heute mache. Die höre ich in meinen Beratungen ganz oft. Ja, aber und dies und das und geht ja nicht und überhaupt und es ist ja schon schwer. Ja. All das, was du sagst, denkst und tust, in einem nicht so guten Energiefeld sagst, denkst und tust, verwirklicht sich natürlich genauso, wie wenn du etwas voller Euphorie machst, Freude machst und total begeistert bist von dem, was du tust und authentisch dein Sein lebst. Wir gehen in eine neue Zeitrechnung. Das Jahr 2020, ziemlich hartes Jahr, zugegeben, ein sehr lehrreiches Jahr, geht so langsam dem Ende zu. Es neigt sich dem Ende zu. Jetzt kommen noch die Rauhnächte, es kommt Weihnachten, Silvester und dann beginnt das 2021. Auch ein sehr interessantes und spannendes Jahr, was dann wieder auch neue Chancen bietet, mehr und mehr du selbst zu werden. Es ist so wichtig, dass du aus alten Gedanken, Glaubensmustern, Strukturen, die du als Kind bekommen hast, aussteigst und zwar bewusst aussteigst. Nicht indem du dir sagst, na ja, das wird schon irgendwie werden. Meine Engel, die Geisthelfer werden es schon richten. Die können das gar nicht richten. Du selbst kannst es für dich gestalten. Sie können dich unterstützen, ganz klar, und das tun sie auch. Allerdings hast du die Aufgabe, das zu tun, nicht zu warten, bis es irgendwie von automatisch geschieht. Automatismus, das Wort fällt mir gerade, bevor es einfach so geschieht. Einfach so geschieht gerade das, was immer schon geschieht, nämlich die alten Programme verwirklichen sich. Also wenn du nichts tust, bleibt es, wie es ist. Das ist leider die harte Wahrheit. Wenn du nichts an dir veränderst, von diesen Untergrundprogrammchen, die da so nicht so optimal laufen, ändert sich halt nichts. Also wenn du eine Änderung möchtest in deinem Leben, dann hast du zur Zeit ganz klar die Chance, es zu machen. Und wenn du es tust, dann schaffst du es auch. Wir haben viel Unterstützung gerade aus der geistigen Welt, aus der Energieebene, vom Kosmos strahlt Energie herunter und will dich weiterbringen. Und darum steigt auch der Druck im Dampfkessel. Viele berichten mir ja, es ist so schwer, es ist so anstrengend, es ist so
Schlaflose Nächte, komische Körperphänomene, Stress, ungute Gefühle und, Beschränkungen und das Ganze, was halt gerade so läuft, was du ja siehst im Außen. Allerdings, sag ich ja immer wieder, innen wie außen, außen wie innen. Das heißt, wenn du im Außen gerade viel von diesen Dingen spürst und damit nicht so im Frieden bist, schau mal nach innen. Da wirst du garantiert einiges finden. Wer suchet, der findet. Und wer es findet, kann es verändern. Wenn du es nicht weißt, was läuft, dann läuft es halt weiter. Wenn du es findest und erkennst, was da gerade nicht so gut läuft, toll, dann kannst du es verändern. Und genau das ist mein täglich Arbeitgebiet mit Menschen, die bei mir anrufen, egal ob sie gerade in einem Mobbinggeschehen sind, ob sie ihre Berufung finden wollen, ob sie mit einem Seelenpartner begegnet sind, ihrer Dualseele. Ich mache ja nicht nur Dualseelenberatung und das ist eben nur ein Teil, was momentan sehr abgefragt war in den letzten paar Jahren. Allerdings habe ich mehr Fähigkeiten, als nur dieses zu tun, ist ja klar. Und ich mache es auch. Also ich bin nicht nur für die da, die gerade mit ihrem Partner, Seelenpartner nicht weiterkommen. Letztendlich geht es immer ums Gleiche. In dir ist etwas, was im anderen sich widerspiegelt. Das Außen zeigt dir, dass im Innen was nicht läuft. Egal, was da ist. Es ist immer die gleiche Botschaft. Schau im Außen, was dich stört, und dann geh nach innen und schau, woran liegt es denn, dass ich ständig im Außen die gleichen Erfahrungen mache. Und dann, wenn du es erkannt hast, erst dann hast du ja die Chance, dein Potenzial wirklich zu nutzen, weil es liegt einfach brach. Ein Feld liegt brach, man könnte gute Sachen einpflanzen, gute Ernten einfahren. Und was tust du? Du bestellst das Feld gar nicht, du schaust, es wächst alles Mögliche drauf rum. Naja, man sagt Unkraut. Ich würde sagen Kräuter. Es wachsen verschiedene Kräuter, mal dies, mal das, mal jenes. Alles, was dir nicht so gefällt, was auch ein bisschen groß wird, überwuchert. Du hättest gerne schöne Blumen, aber du hast halt nur so komisches Gras oder so Brennnesseln, wobei die ja sehr gesund sein sollen. Aber wie gesagt, es ist eben nur bildlich gesprochen, etwas wächst auf diesem Feld und das gefällt dir nicht. Es ist nicht, was du haben möchtest. Wenn du also jetzt Erdbeeren haben möchtest oder Kartoffeln oder Gemüse, ja, dann solltest du natürlich keine Brennnesselsamen setzen oder Gräsersamen oder Blumen einpflanzen. Verstehst du, was ich sagen möchte? Wenn du das möchtest, was du haben möchtest, dann darfst du gucken, dass du auch das siehst und nicht etwas ausstreust über unbewusstes Denken, Sprechen, Ausstrahlen, dass du wieder Brennnesseln oder Gräser auf deinem Feld hast. Ja, im Grunde ist es gar nicht schwer. Hinschauen, erkennen und dann ändern. Und in meinen Beratungen geht es immer ums Gleiche. Hinschauen, draufschauen, entscheiden aus dem Bedürftigen, ich kann es ja nicht, ich weiß, vielleicht wird es irgendwann mal werden, rauszugehen in die, ich mach's, ich bekomme es hin und es wird werden. Also in die Schöpferkraft einzutauchen. Und das ist auch fürs kommende Jahr die Sogwirkung, die du spüren wirst, wenn du mehr und mehr auch nächstes Jahr und jetzt vor allem zum Jahresende hin dieses Potenzial schon mal freilegst und hinschaust und da schon was tust, dass du dann ab dem 01.01.2021 richtig in Vollfahrt losfahren kannst, dein eigenes machen kannst und wirst, dann wirst du sehen, dass im nächsten Jahr du die Ernte einfahren kannst oder könntest. Zumindest eine andere Ernte wie dieses Jahr und letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor und ja, eigentlich immer schon. Diese nicht so geliebten Ernten, die, naja, ich nehme es halt mal. Ja, ich muss nehmen, was ich kriege. Kriegt man ja oft gesagt als Kind. Oder, naja, fürs Geld muss man hart arbeiten. Habe ich auch gehört. Habe ich auch jahrelang gemacht. Naja, wenn ich es glaube, habe ich es halt. Solange du die Dinge, die dir gesagt wurden, als wahr erachtest, sind sie für dich im Außen sichtbar. Wenn du sagst, das darf ich jetzt mal prüfen, ob das jetzt nur für mich wahr ist und erkennst, nee, einiges ist nicht wahr, nö, will ich gar nicht haben. Und es dann umprogrammierst, dann ist es anders in der Zukunft.
Und genau das möchte ich mit diesem Video heute ganz klar sagen. Du hast das Potenzial, wenn du das Video gerade heute siehst. Nicht ohne Grund siehst du genau dieses Video heute zum Jahresende hin. Nutze deine Fähigkeiten. Und um die zu nutzen, darfst du all diesen Kram, der oben drüber liegt, den dir irgendjemand mal gesagt hat, Eltern, Schule, Gesellschaft, keine Ahnung, Partner, Ehemann, Ehefrau, Freunde, vor allem die Eltern und die Familie, weil die wurden ja auch programmiert und wurden ja auch sozusagen in ein Feld geboren, das nicht einfach war, wo sie sich durchboxen mussten. Und natürlich klar, wenn ich mich immer durchboxen muss, entsteht klar der Gedanke, na, das Leben ist schwer, ich muss viel tun, um da durchzukommen. Und es ist anstrengend, es macht keinen Spaß und ich doch nicht. Und wenn du das dauernd denkst, hast du klar diesen gleichen Schlamassel am Laufen. Wie die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern. Und dann spricht man dann so von Karma, das man übernommen hat. Ich würde es nicht einmal so hoch tanken. Es ist nicht unbedingt Karma. Es ist nachgemacht. Es ist einfach übernommenes Tun, Denken und Handeln. Karma in dem Sinne klingt zwar nett, ich nenne es aber es nicht Karma, weil es ist für mich zu utopisch weit weg. Ich bin sehr realistisch in meiner Arbeit, in meinem Sein. Ich bin Stier vom Sternzeichen und deswegen bin ich auch so bodenständig, was sehr gut ist in der Spiritualität, auch bodenständig zu sein, nicht so abgehoben irgendwie darum zu schwirren. Dafür habe ich ja meinen Aszendenten Skorpion, um mich dann auch in diesen Ebenen auszukennen. Aber der Stier, der erdet einfach. Und genau das ist auch das, was ich in den Beratungen mache. Ich will dich auf die Erde bringen. Du hast einen Körper, vernachlässige ihn nicht. Du bist nicht nur ein Geistwesen. Ja, geistig kriege ich alles hin. Ja, schon, aber hast du es in den Körper integriert? Kannst du es auf die PS auf die Straße bringen? Oder bist du nur so, ja, ich könnte ja, ich würde ja, wenn ich, ja, alles ist da, ich habe ja alles, höre ich auch, ich habe ja alle Potenziale. Ja, schon. Haben allein nützt ja nichts. Auf die Straße bringen, hier auf der Erde, in die physische Existenz bringen, das ist die Aufgabe in deinem Leben. Dafür bist du hergekommen als Seele. Um das, was du als Fähigkeiten mitbringst, hier zu manifestieren. Und im Grunde tust du sie ja auch die ganze Zeit. Natürlich nicht unbedingt so, wie du es gerne hättest, sondern du programmierst das, was in dir läuft. Und das sind zum großen Teil nicht deine Programme. Es sind die, die du bekommen hast. Ganz individuell die, die du als Kind, die ersten paar Lebensjahre, von der Geburt an bis zum siebten, achten Lebensjahr, einfach bekommen hast. Und danach läufst du einfach in diesem, so ist es halt, war immer schon so, ja, okay. Geh da raus, nutz dein Potenzial, mach dich auf den Weg. Und komm immer mehr in deiner authentischen Ausstrahlung, deinem authentischen Leben, das, was du bist, an. Und dann wird's easy und schön und leicht und wunderbar und grandios. Aber bis dahin ist ein bisschen was zu tun. Und falls du momentan irgendwo hängst, nicht weiterkommst, den Blick versperrt hast, weil einfach zu viel ist, bin ich gerne für dich da. Im persönlichen Beratungsgespräch, damit du die PS dann auf die Straße bringst und erfolgreich deins machst. Erfolgreich du selbst bist. Und dann damit auch glücklich dein Leben lebst, das dir gemäß ist und nicht irgendwas, was du glaubst, leben zu müssen. In dem Sinne wünsche ich dir heute viel Erfolg, eine wunderschöne Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit, wenn sie auch anders ist wie die Jahre vorher. Nutze diese andere Zeit, die wir jetzt haben, um bei dir anzukommen und hinzuschauen und dann es zu verändern, nachhaltig. Alles Liebe von Herzen. Ich grüße dich und sage Tschüss bis zu einem meiner nächsten Videos. Deine Helga.